Sparen gehört ja nicht unbedingt zu den Schlüsselqualifikationen eines Politikers. Ganz offenbar will man sich beim Wähler nicht unbeliebt machen, koste es, was es wolle. Damit aber die Haushaltspläne nicht ins Uferlose steigen, gibt es unter anderem den sogenannten Haushaltsausschuss, auch im Bayerischen Landtag. Und der soll die Wünsche der Minister koordinieren und nach Ablauf des Haushaltsjahres die Regierung auch entlasten. Kein Wunder, dass der Chef dieses Ausschusses hohe Verantwortung trägt. Und mein Kollege Uwe Brückner hat mit ihm über das Thema Geld gesprochen bei unserem landespolitischen Talk. Willkommen zu unserem landespolitischen Talk. Heute aus dem Herzen der Landeshauptstadt. Wir stehen direkt vor der tollen neuen Münchner Filmhochschule. 100 Millionen Invest. Der rote Teppich quasi ist noch warm. Und hier darf ich begrüßen meinen heutigen Gast. Es ist Georg Winter. Ich grüße Sie, Herr Winter. Brückner, grüß Sie, Gott. Herr Winter, Sie sind das, was die Süddeutsche Zeitung betitelt als graue Eminenz im Landtag. Ihr Job ist berüchtigt, möchte ich fast sagen. Sie sind Chef des Haushaltsausschusses. Welche Tugenden muss denn der Chef des Haushalts? Sind Sie der große Bremser? Ich glaube, Bremsen ist nicht der Weg, wie man sparen kann, wenn es darum geht, sondern wenn man Haushaltspolitik betreiben will, dann ist es einfach ganz wichtig in unserer Demokratie, dass man dazu beiträgt, mithilft, dass das Geld der Bürgerinnen und Bürger, der Steuerzahler an der richtigen Stelle ankommt. Sie sind Schwabe, CSU-Mann. Sie sind seit über 20 Jahren im Landtag. Respekt. Sie sind gelernter Landwirt. Richtig. Studierter Verwaltungsfachmann. Also im Grunde das Sparen liegt Ihnen mehrfach in den Genen. Wie fühlt man sich dann vor so einem großen Investment, 100 Millionen für 150 Filmstudenten? Ja, es ist insgesamt eine interessante Aufgabe, die ich machen darf hier in München, dank dem Vertrauen auch der Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man hier natürlich die 99 oder 100 Millionen im Hintergrund hat, die Filmhochschule und auch künftig das Ägyptische Museum, dann sieht man, dass große Herausforderungen in Bayern anstehen und dass Großartiges in München, in unserer Landeshauptstadt, entstanden ist. Und da kann Bayern insgesamt darauf stolz sein. Trotzdem bin ich einer, der sehr darauf achten möchte, dass wir das Land insgesamt gut entwickeln. Nur dann sind wir stark. In der jetzigen Wirtschaftslage, okay, dieses Projekt wurde vor 10 Jahren geplant, in der jetzigen Wirtschaftslage und auch im Hinblick auf Bayern, dass er ein Flächenstaat ist, sind denn so Startbahnen oder Konzertsäle oder Stammstrecken überhaupt noch durchsetzbar und finanzierbar? Ja, ich glaube, die Zeit der Großprojekte, mit denen werden wir allein das nicht stemmen können, die Zukunft bewältigen, da muss man dann ins Einzelne reingehen. Wenn Sie das Stichwort Stammstrecke nehmen, dann ist halt die Frage, wie kann man das wachsende Fahrgastaufkommen lösen. Da werden ja auch Alternativen diskutiert, da geht es um Finanzierungen, das muss man sich im Einzelnen anschauen. Aber die Zeit, wo man allein mit großen Projekten die Dinge gestalten kann, die Bürger gewinnen kann, die ist vorbei. Mein Motto heißt, wir müssen unsere Hausaufgaben machen und zwar bayernweit. Stichwort sparen, aber an der richtigen Stelle. Der Bayerische Rechnungshof kriegt Geld abgezogen, -5%. Und man weiß ja, dass Bayern sowieso die wenigsten Steuerprüfer hat im Vergleich zu anderen Bundesländern. Ja, das ist eine Herausforderung, die habe ich heute mit dem Finanzminister besprechen können. Da sind wir sicherlich dran, dass wir in unserem nächsten Doppelhaushalt, wenn wir wieder den Stellenplan bearbeiten, auch mit Blick auf die Ausbildung junger Leute, wir haben schon begonnen zunächst bei der Polizei, weil wir da die Umstellung haben von 42 auf 40 Stunden ab 2012 und 2013. Deswegen mehr junge Leute ausgebildet. Und wir wollen dann auch mit Blick auf 2013 und 2014 im nächsten Doppelhaushalt versuchen, hier mehr junge Kräfte auszubilden, weil wir in der Tat versuchen müssen, bei den Steuern auch auf die Steuergerechtigkeit zu achten. Bayern ist seit vielen Jahren ohne Neuverschuldung, aber wir können unsere Schuldenlast nicht generell abbauen. Wann sind wir schuldenfrei? Ja gut, wir hatten 2009 den großen Einbruch. Man hat immer gesagt, Minuswachstum. Im Grunde genommen waren es 5% Rezession, also weniger. Trotzdem, die Wünsche sind da. Und deswegen gibt es für mich eine klare Priorität. Das Erste, dass wir versuchen, auch in Jahren, wo wir weniger einnehmen, trotzdem die Wünsche zu erfüllen. Das geht nur, wenn wir Rücklagen haben oder wenn wir künftig so etwas, das ist mein Vorschlag, wie eine Konjunkturausgleichsreserve schaffen. Das Zweite ist dann, dass wir neben dem keine neuen Schulden aufnehmen, wie gesagt, uns diese Reserve anlegen. Dann können wir, wenn es mal wieder die Bewegungen gehen ja heute sehr schnell, das ist nicht mehr so lange, dass wir dann nicht sagen müssen, jetzt wird die Erwachsenenbildung oder der Sport oder all die Dinge oder im Bereich der Energie
oder die Bergwaldoffensive. Da gibt es so viele wichtige, interessante Anliegen, die dann jedes Mal sofort in Gefahr kommen, wenn gerade die Steuereinnahmen zurückgehen. Das möchten wir mit dieser Ausgleichsreserve bewältigen können. Und der dritte Schritt wäre dann der, wenn wir das stabilisiert haben, dass wir tatsächlich beginnen, auch Schulden zurückzubezahlen. Aber das ist noch ein bisschen Zukunft. Das ist, haben wir fest im Blick. Aber man muss einen Schritt nach dem anderen tun. Herr Winter, wie ist denn die Verteilung des Haushalts, wenn man von Investitionen in München ausgeht und es vergleicht mit der Fläche? Wir senden ja in ganz Bayern. Na klar, die Sorge ist immer, dass in München sehr, sehr viel ankommt. Sie ist die Hauptstadt, sind die zentralen Einrichtungen hier. Aber ich persönlich bin der Auffassung, dass wir nicht den Weg gehen sollen wie in Frankreich, wo Paris das große Zentrum ist und wo mit dem TGV die Leute heute zwischen 200 bis 300 Kilometer täglich pendeln. Das kann nicht unser Ziel sein, sondern wir müssen das Land flächendeckend gut entwickeln. Nur dann sind wir stark. Das ist meine Auffassung. Und deswegen die Kurzform für mich heißt Bayern München. So wie der erfolgreiche Fußballverein. Dann haben wir die Symbiose geschafft. Und für mich steht einfach an in der nächsten Zeit, dass wir gerade unseren Kommunen helfen, dass wir vor Ort die Kindergärten aufbauen können, die Kinderkrippen. Da haben wir ein großartiges Programm, wo wir über eine Dreiviertelmilliarde derzeit investieren, dass wir die Schulen qualitativ verbessern, die energetische Sanierung, den Umbau auf die Ganztagsschule, auch die räumlichen Anpassungen. Also da gibt es viel zu tun, das Breitbandnetz. Und das ist wichtig, dass wir hier den ländlichen Raum aktiv unterstützen, die Angebote machen und damit alle Menschen spüren, der Aufbruch in Bayern geht weit über München hinaus. Er erreicht alle Teile des Landes. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Das war der Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Bayerischen Landtag, Georg Winter. Und wir haben unseren landespolitischen Talk heute hier gehalten, direkt vor der schönen neuen Münchner Filmhochschule.